Hallo Römerlieben, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Bulletstorm. Bullclip Edition. Es ist ewig her. Ich habe lange keine Folge Bulletstorm mehr aufgenommen. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte irgendwie, irgendwie keine Lust auf Bulletstorm. Und hab deswegen nicht aufgenommen. Dann kam halt Zelda und Pokémon und dann, jo. Es gibt hier überall Arbeiterzugänge in den Untergrund. Gleich im nächsten Gebäude da drüben ist einer. Nehmt die Brücke. Wer hat unter der Stadt gearbeitet, dass sie so viele Zugänge gebraucht haben? Ich informiere euch schon, wenn ihr irgendwas wissen müsst. Aber jetzt dachte ich mir halt so, jo, Zelda ist vorbei. Dann kann Bulletstorm mal weitergehen, würde ich sagen. Puh. Yeah. Und ja. Ich weiß gar nicht, wie lange Bulletstorm noch gehen wird. Ich habe irgendwie das Gefühl... Zurück. Hör auf zu flennen, Sushi-Mixer. Solange du irgendwas Solides zwischen dir und diesem kosmischen Chaos hast, kann dir nichts passieren. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht mehr so lange gehen wird. Aber ich kann mich auch irren, ich weiß es nicht. So, was haben wir denn so Neues? Ne, hier? Der Ladung. Brauchen wir nicht. Kaufen uns mal Schrotzenmoney ein bisschen. Ladungsupgrade, komm. Drei Ladungen. Hier sind wir voll mit Ladung, brauchen aber Money. Hier brauchen wir auch wieder Money. Kaufen uns nochmal eine Ladung und dann kaufen wir uns noch eine Ladung für die Schrotze. So. Bisschen Weg-Ischi. Ihr wollt mich? Könnt ihr haben! Ich will... Oh Gott! Ja! Mann! Zielen kann ich, Leute! Zielen kann ich! Zielen kann ich! Gott! Ist hier zu! Ich sehe nichts! Sehe nichts. Okay. Ich schätze, da unten erwartet uns noch viel Schlimmeres als das, was wir hier oben erlebt haben. Mach dir nicht gleich in die Hose, Schätzchen. Habe ich dich wirklich so schlecht ausgebildet? Ja. Vielleicht. Was noch mehr Kunden? Immer her mit euch. Widerstand. Aber zu eurem Glück habt ihr ja einen konföderationssanktionierten General bei euch, der euch beschützt. Und ich dachte schon, wir sitzen hier mit einem psychopathischen Kriegsverbrecher fest, dem er mal das Maul auswaschen sollte. Und wer soll das machen, Junge? Du etwa? Lass mich nur kurz meine Seite nachladen. Einfach reinlünzen. Nein, gleich ist die Muni leer. Was nicht oh, das ist uncool. Oh, ich hätte kaum Zeit, die Waffe zu nutzen. Oh, das ist mies. Ey, wie kommen wir jetzt durch? Was ist das? Das ist nicht gut. Nein, ich will die Waffe, danke. Oh yeah. Dort oben! Geh nach! Nee, will ich nicht. Wo denn? Was? Wo? Oh. Da. Hier. Ah. Ah. Ja, ziehen kann ich, Leute. Ziehen kann ich. Yo! Yo! Corona, entspann dich! Eek! Ich muss kurz einmal in Deckung, genau.
Nein! Habe ich gerade automatisch gezielt? Ah nein, ich wurde weggekickt von dem Typen, also. Mann! Jetzt geh mir nicht auf den Sack! So, wo ist denn der Typ, der die... da hinten? Danke! Junge! Jetzt kick mich nicht die ganze Zeit! Boah! Also, ein bisschen geht der mir auf den Sack, ne? So diese Dicke. Okay. Ist vielleicht die Gamma-Strahlung der Grund für die Mutationen auf dieser Welt? Sehe ich vielleicht aus wie ein Reiseführer? Deine teuflischen Schlitzaugen sehen wohl nicht besonders gut. Noch so ein rassistischer Spruch und ich schmeiß dich in den Sturm. Okay. Ja. Was auch immer das für eine Waffe ist. Nein, ich will wieder mein Dings haben. Linke Waffe. Nein, rechte Waffe. Shit. So. Was haben wir denn wenig? Eigentlich nichts, ne? Behalten wir unseren Punkt erstmal. Ein armseliger Bluff, meine kleine Geisha. Ich bin vom Leben her ein bisschen am Arsch. Okay. Alles fit? Sieht alles fit aus. Komm. Ah. Cool. Flasche gefunden. Der lebt ja immer noch. Da war noch einer. Hey. Ich würde gerne einen von den Strommast kicken irgendwie. Guck mal her. Ja. Das hat Spaß gemacht. Einfach in den Strom kicken. Strommast? Hab ich eben Strommast gesagt? Ich meinte nur Strom. Oh ey, du bist ein Digger. Au! Junge! Okay, dann nicht auf den Arsch. Ich wollte ihm eigentlich auf den Arsch schauen. Schießen. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte irgendwie. Nein. Hab ich alle? Wie kann jemand so verantwortungslos sein und mitten in diesen Stürmen eine Stadt bauen? Die Strahlungsfilter wurden während der Arbeiterrevolte zerstört. So liberale Sozialisten und Kommunistenärsche dachten, sie würden nicht fair behandelt. Ein Tag später war der ganze verfickte Laden am Arsch. Ah. Okay. Okay, bevor ich jetzt hier weitergehe, Leute, muss ich immer kurz den Part pausieren, weil es gibt Essen. Bis gleich. So, es geht weiter. Ach ja. Flasche. So, noch kurz nachgucken, ob hier hinten irgendwas ist. Ein Bot haben wir auch gerade schon zerstört. Ich glaube, noch eine Flasche oder so gibt's hier nicht. Das heißt, wir können eigentlich weiter. Erstmal noch kurz an das Ding setzen. So. Durch die Risse kommt Strahlung.
zwei kleine Babys wieder im Schoß der Familie. Keine Angst, Papa bringt euch von diesem bösen Ort weg. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier weg will oder lieber dein Hirn zermatsche. Aber wenn du weiter laberst, fällt mir die Entscheidung sicher leichter. Unser Ishi ist äußerst erpicht darauf zu überleben. Wenn du mich weiter nervst, werden wir ja sehen, wem gegenüber er wirklich loyal ist. Ja. Kann ich jetzt mal, danke ich. Oh, ich wollte wieder schnell gehen, ey. Was haben wir hier? Irgendwas Neues. Ganz viel neue Skills für die eine Waffe, die wir freigeschaltet haben. Ich hole mal neue Ladungen hierfür. Das können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Und ansonsten reicht das erstmal an Muni und so weiter. Verdammt, Skulls! Wow. Zielen kann ich. Wie gesagt. Okay, da kommt doch gleich einer hoch, oder nicht? Ja. Oh Gott. Haben wir den erwischt? Ich weiß es nicht. Kurz Muni einsammeln. Kurz gucken, ob hier irgendwas rumgibt. Nö. Okay. Oh, dich wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die Kugel da unten haben. Shit. Ja. Wo kommst du denn her? Okay, nachladen. Einfach raufböllern. Einfach rauf. Okay. Treppe runtergefallen, alles klar. Geh weg. Geh weg. Wie kommst du da hin? Hast du überlebt die Explosion, die ich da gerade gemacht habe, oder was ist mit dem los? Weg. Okay, nachladen. Geh weg jetzt! Und wo? Ach da! Hier ist Muni. Was ist jetzt? Nein, immer noch nicht, Alter. Ich habe das Gebiet erfasst und einen provisorischen Zugang in den Untergrund gefunden. Toll! Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Die Würfel sind gefallen. Komm, der Aufzug führt nach unten in die Werkstatt. Oh. Ich komme sofort hin. Ich will nur noch kurz gucken, was hier so überall rumliegt. Ein bisschen Muni einsammeln und so. So, jetzt kann ich. Großartig. Au! Hab ich den? Den einen habe ich, alles klar. Okay. Arbeiter war nicht zufällig nur ein anderer Name für Sklaven, oder? Sklaven? Ha! Sie waren ein Haufen von Knackis und Irren, die eine zweite Chance bekommen haben. Ihre Strafen wurden verkürzt und dafür haben sie aus den Tunnels die Stadt am Laufen gehalten. Das hat man eben davon, wenn man mit solchen Wichsern nachsichtig ist. Sie haben den Untergrund der Stadt also mit Verbrechern besiedelt. Brillant. Ja, brillant. Auf jeden Fall. Hier ist nichts. Such weiter vorne. Gefunden!
Willst du dafür jetzt vielleicht einen Preis? Komm in die Gänge, wir marschieren kopfüber in die Scheiße. Ist hier noch was? Glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. Okay. Viel geböllert. Was ihr Linksköpfe hier vor euch seht, ist der Schmutzpferch. Verdammt, das war kein Witz. Groß genug für 1000 Insassen. Für 28.000, um genau zu sein. Was ist das für ein Giftmüll? Ein Nebenprodukt der Gammafilter der Stadt. Die Verwaltung hatte hier unten zwischengelagert, während sie die Berge aufgraben ließ, um den Dreck loszuwerden. Nichts als gemeine Scheiße in den Bergen. Naja, die Knastvögel wurden krank, sind gestorben und mutiert und all dieser Kram. Also haben diese debilen, kriminellen Sackratten entschieden, zu rebellieren und die Gammafilter zu zerstören. Keine Filter mehr, kein Giftmüll mehr. Und nichts, um sie vor den Stürmen zu schützen. So weit haben diese Knackis nicht gedacht. Nee, wieso sie nicht? So, ich brauche Muni. Und Ladungen. Muni. Und das war's. Was ist jetzt noch hier unten? Oh, geile Models mit dicken Titten und Gelbfieber. Woher zur Hölle soll ich das wissen? Ja gut, recht hat er, ne? Keine plötzlichen Bewegungen. Das klapprige Scheißteil wird gleich. Wow! Verdammt! Ja! Verfickte Scheiße! Das Zeug hier! Höchst radioaktiv! Wollt ihr euch hier vielleicht noch eine Spülung machen? Oder bewegt ihr jetzt eure Ärsche? Haltet den Atem an! Okay. Bäh! Ihr Wichser taucht auch immer zum miesesten Zeitpunkt auf! Wow! Ihr könnt da drin überleben? Was ist mit euch los? Das ist nicht cool, dass sie da drin leben könnten, ich nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Du auch. So. Man tritt sich doch nicht weg, Ishi. Arschexplosion. Arschplosion, okay. Es tut gut, wieder im Spiel zu sein. Okay. Oh. Hast du das gesehen? Ich empfange nicht das Geringste. Ih, was war das denn? Was war das denn für ein Viech? Ich könnte Hilfe brauchen. General, hier lang. Mir nach. Okay. Okay. Sind das jetzt mal die letzten? Oh.
Oh, jetzt mal im Ernst hier. Geh weg. Ha. So, ein Checkpoint wäre ganz nice. Meine Part ist eigentlich vorbei. Checkpoint? Checkpoint. Sehr nice, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nach Ewigkeit mal wieder. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!